Wir haben in der letzten Stunde viel über den Iran gehört. Und um ehrlich zu sein, fällt es uns ziemlich schwer, die Diktatur, den Islamismus und den Antisemitismus noch als Kultur anzusehen. Man hat das Gefühl, im Iran ist alles schlecht. Sie gelten als Iran-Liebhaber, was für viele wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen ist. Was genau lieben Sie denn an Iran? Es ist ein Land voller Schönheiten, voller Reichtümer, voller Facetten. Es ist ein Land voller Unzulänglichkeiten, voller Grausamkeiten. Ein politisches System, eines folgt dem anderen nach, das einem nicht willkommen sein kann, das man nicht gutieren kann. Ich das jedenfalls nicht. Das gilt für die letzten 100 Jahre oder eigentlich für die letzten 3000 Jahre, was immer Sie ansetzen wollen. Es hat nie ein Regime in Iran gegeben, dem ich hätte etwas abgewinnen können. Die Frage kommt mir deshalb ein bisschen paradox vor, warum sind Sie ein Iran-Liebhaber? Sie haben Gott sei Dank nicht gefragt, warum sind Sie ein Liebhaber der Islamischen Republik? Das hätte ich auch in Abrede gestellt. Aber ich sehe keinen Grund, in Abrede zu stellen, dass ich ein Liebhaber Irans bin. In dem Sinn, wie ich das beschrieben habe, iranische Kultur, iranische Zivilisation, iranische Menschen, die zu den most sophisticated gehören, mir fällt nur dieser englische Ausdruck ein, die Sie auf diesem Globus finden können. Herr Homsowitz, wir bedanken uns noch einmal sehr bei Ihnen, dass Sie den weiten Weg von Wien hierher auf sich genommen haben, um unsere Fragen so ehrlich und aufschlussreich zu beantworten. Vielen Dank. Die Wahl, die heute nicht gefallen hat, aber Konstanz ist, dass es dort keinen Württemberger Wein gab. Aber den Württemberger gibt es bei uns. Traditionellerweise bekommt jeder eine Flasche Wein, bis ihm passt. Unbeschenkt geht jemand von Goldberg. Dieser passt zu Ihnen. Der Schwäbisch ist überhaupt der Mann mit der eisernen Hand. Der ist von Berlichingen. Von denen kann man traditionellerweise einen einzigen Satz, der ist aber viel tiefgründiger. Goethe hat ihn geschrieben und Goethe hat ihn geschrieben als Verfechter der Freiheit, ich darf zitieren, aus Goetz, Kinderaufzug, neuner Auftritt. Dieser Becher, sagt er, auf die Freiheit, wenn die das Volk wach küsst, dann bleibt kein Tyrannenthron im Erdkreis stehen, kein König, kein Pfaffe, kein herrischer Sultan und kein eitler Mothan wird als sein Volk noch knechten. Und wenn unser Blut so leicht geht wie dieser Wein in dieser Flasche, dann soll unser letztes Wort eben heißen, es lebe die Freiheit. Und wenn Sie, Herr Tonsowitz, diesen Wein trinken, dann trinken Sie ihn auf die mutigen Frauen im Iran und trinken Sie ihn auf die zwei taffen Frauen, die es geschafft haben, einem politischen Schlachtross 80 Minuten lang auf gleiche Augenhöhe zu begegnen. Herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Unser Gespräch mit Herbert Honsowitz. Das ist der ehemalige Iran-Botschafter gewesen. Und ich muss auf jeden Fall sagen, dass das Gespräch sehr aufschlussreich war, auch wenn es nicht immer einfach war, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja? Es war sehr schwierig, weil er mit Formulierungen von uns nicht klargekommen ist und es auch öffentlich dann gesagt hat. Und dadurch sind wir ziemlich eingeschüchtert gewesen und waren auch verwirrt und haben uns teilweise gar nicht mehr getraut, Fragen zu stellen. Aber es hat im Großen und Ganzen sehr viel Spaß gemacht. Und es hat uns den Iran auch etwas näher gebracht. Und es war gut. Und wir sind froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja.